Mein Gott, ist das verschachtelt hier. Gut, ich meine, wenn wir den Turm aus Holz bauen würden, dann steht schon fest, dass das nachwächst. Ja, wieso denn eigentlich nicht? Dann bauen wir eben dann weiter, wenn die Bäume nachgewachsen sind, so, ne? Kann ich hier raus? Nee, das ist echt tückisch, ne? Aber komm, jetzt haben wir ja die Pullen dabei. Wo ist das Treppenhaus? Gehen wir hier runter. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sunken Land und mit schönem Blick auf den, ja, untergehenden Mond machen wir uns gleich wieder auf den Weg. Nochmal zu den Seeschlangen hin, um da den Rest zu looten. Da ist das. Ein bisschen was ist ja da noch. Na? Und dann suchen wir uns die nächsten. Ich guck mal einfach mal hier in die Fraktionen rein. Also die Mutanten sind alle weg. Die Plünderer, da sind jetzt noch 6 Stück über. Wird wahrscheinlich nur eine Insel noch sein. Sklavenhändler haben wir noch echt viele. Erlöser sind noch einige. Aber Jägervereinigung sind gar nicht mehr so viele. Aber Kriegstreiber stammen noch einiges, ne? Naja, aber wie gesagt, die Plünderer, die haben wir bald ausgerottet. Mutanten gibt es keine mehr. Hm. Nicht, dass wir gar keine Chance mehr haben auf den Kohl. Wir kriegen keinen Kohl. Jawohl, kein Kohl. Ja, okay, bevor wir da irgendwelche neuen Pläne machen, wie Turmbau oder so, ich möchte nämlich dazu auch ganz gerne ein bisschen abwarten, wie so eventuell Kommentare und Meinungen und Wünsche von euch sind. Ich habe ja jetzt hier eine längere Aufnahmesession hier am Sonntag, den 1.10. Ist jetzt die 5. Folge, die ich mache heute und danach werde ich das wohl auch erstmal ja, wieder zur Seite legen. Um so ein bisschen eure Kommentare abzuwarten. Weil so ein bisschen richte ich mich ja auch dann nach dem Vorgehen, was ihr denn so schreibt, ne? Hier, die müssen wir fast schon wieder auffüllen. Aber nicht jetzt, wenn wir da noch looten gehen. Ich habe noch, weiß gar nicht, habe ich da noch was im Kofferraum? Nö, ne? Oder? Ich guck mal nach. Oh. Nee. Alles soweit leer. Können wir los? Fahren wir da nochmal hin. Ich würde sagen, da ja doch einiges so an Gegnern hier ist, würde ich sagen, wenn wir da fertig sind, nehmen wir gleich nochmal den nächsten, dass wir dann den nächsten Angriffspunkt holen. Aber ich weiß nicht, dann bin ich so zwischen den Aufnahmesessionen mitten im Battle, das mag ich eigentlich nicht. Ich würde das ganz gerne abgeschlossen wissen, aber mal gucken. Waren wir ja eigentlich bei der Polizei schon? Haben wir da schon alles? Man kann ja nochmal ein bisschen tauchen an Stellen, wo keine Gegner sind, aber wo man vielleicht noch was holen kann. Also dieser Hubschrauber, der lässt wirklich auf sich warten. Mein Gott, was habe ich da an Pech? Ich finde einfach den Bauplan nicht. Oh ja. Ey, wieso liegt denn das noch? Normalerweise ist das doch ruckzuck weg. Ich habe nämlich mal so eine Krabbe bei mir am Strand totgehauen, bin rein, habe ein bisschen Platz im Inventar gemacht und als ich wiederkam, kurz darauf war die schon hinüber, war die weg, ne? Was sagt eigentlich hier die Prozentzahl? 63, okay. Ich brauche vor allen Dingen Gewehrpatronen. Ah, die müssen wir wohl selber machen, ne? So. Dann haben wir noch Gummi. Den Tresor hatten wir schon, ne? Glaube ich. Ja. Hier ist nix. Das sieht aus wie so ein Fahrstuhl hier, aber das geht ja nicht nach oben. Das ist komisch, was die sich so zusammengebaut haben hier. Das ist die gleiche Matratze, wie bei uns auf der Insel liegt, ne? Die kann man auch nicht abbauen. So. Ja, wie gesagt, den hatten wir schon. Ach, da hatten wir das noch nicht geholt, genau. Wir müssen ja schließlich alles mitnehmen.
Ah, hier gibt's Leder. Leder ist nämlich, habe ich gar nicht so viel. Das ist ganz gut. So. Kann ich da noch rauf? Ja, sicher. Geht noch höher. Waren wir hier oben schon mal? Ja, oder? Ja, das hatten wir schon leer geräumt. Hier ist alles fertig. Kann ich noch höher? Ja. Guck mal, was eine schöne Aussicht. Und das will ich. Man könnte natürlich auch einen Turm zum Beispiel hier einfach drauf bauen. Man setzt hier eine Fahne. Ich glaube, dann darf man hier bauen. Guck mal da, da müsste man noch rein. Das sieht auch aus, als wenn da irgendwie. Da waren wir schon mal, ne? Oh, ist schon eine ganz gute Aussicht hier. Wenn ich jetzt von hier aus ins Wasser springe, ist das zu gewagt. Ich mache sowas ja gerne mal, ne? Yay! Das geht. So mache ich immer gern. Na gut, ich glaube, hier sind wir soweit durch, oder? Ich gucke hier unten noch mal eine kurze Runde. 84%, der Rest werden die Kisten sein, die wir noch stehen lassen haben. Mit einem Stück Holz drin. Würde ich mal so sagen. Naja. Ja gut, hauen wir ab. Ich habe da noch Platz. Dann gehen wir nämlich da mal noch ein bisschen tauchen. Kann ich eigentlich das Boot hier lassen, oder? Mal fahren wir ein Stück rüber. Na, so. Den lassen wir hier. Man weiß ja nicht, was wir da finden. Von hier aus kann man das jetzt schlechter sehen. Das war einfach... Doch, das sieht man da, da, da. Mal gucken, ob da Haie sind, ne? Da müssen wir uns erstmal mit den Haien zanken. Am besten direkt hier drüber. Schule. Ich war hier schon mal. Was sagt der denn eigentlich? Schule? 29%. Hier ist noch einiges. Jetzt habe ich natürlich meine Tauchpulle nicht mit, ne? Ah. Oh, hier ist viel. Das sind alles Marline. Haie sehe ich jetzt auf Anhieb erstmal keine. Naja gut. Dann packe ich, würde ich mal sagen, das Inventar voll, damit sich das nach Hause fahren und Tauchflaschen holen auch lohnt. Na? Muss nur aufpassen, ich kann nicht lange unten bleiben ohne Tauchflaschen. In das Gebäude gehen wir dann mit den Tauchflaschen rein. Ich war hier schon mal... Schulbank drücken hieß die Folge, glaube ich, schon länger her. Vielleicht ist das ja auch schon wieder nachgespawnt. Wenn diese Brocken hier nachspawnen, dann können wir auf jeden Fall Turm bauen, ohne Ende, weil immer wieder neues Material käme. Ah ja, hier kommt gleich einpacken. Einsacken. Wenn ihr da genaue, definitive Informationen habt, ob eben Schrott auch nachspawnt und nicht, gerne in die Kommentare, dann muss ich das nicht alles selber rausforschen. Na, das wäre ganz schön, wenn er sagt, ja, ich weiß definitiv, hab schon gesehen, Schrott spawnt nach, dauert aber, oder so. Wenn das ein bisschen dauert, ist ja nicht schlimm, finde ich. Hier ist nüchte, dann waren wir hier wahrscheinlich schon drin. Den nehmen wir noch hier. Zack. Ach ja, wir haben noch viel Platz. Gucken wir uns mal die lange Halle an hier. Gut, dass ich die guten Tauchflossen habe. Da kann man echt schnell mit tauchen. Hier ist auch nichts. Dann haben wir das wohl auch schon abgefrühstückt. Da ist ein LKW. Kriegen wir den noch? Der geht so langsam, ne? Ja, so kriegen wir den nicht, wenn wir den erst nochmal einmal... oh, ich habe jetzt gedacht, ich hätte da wieder festgehangen. Da bin ich ja auch traumatisiert mit, ne? Mit dem Festhängen da. Oh Mann, ey. So. Gehen wir von der anderen Seite. Man müsste wirklich mal einen so einen kleinen Spot komplett leer tauchen, also alles wegluten, dass der steht 100%.
und dann abwarten und dann gucken, ob man da später wieder Schrott und solche Dinge auch looten kann. Und wie lange das in etwa dann auch gedauert hat, ne? Dann weiß man es definitiv. So. Hier, Auto. Kriegen wir das noch? Ja. Glas auch gut, ja. Auftauchen. Ist ein Rauf und Runter, aber kann man mal sehen, ne? Die Tauchflaschen, was man sich dran gewöhnen kann und wie gut die sind. Hier ist nix, da ist nochmal Michelkes. So. Jetzt sehe ich, oh, hier nochmal reingucken, ist hier was? Nee, ne? Nee. So. Jetzt gucken wir uns da die Brücke noch an. Hier. Unter der Brücke vielleicht was. Sieht aber nicht so aus. Ach guck, da ist noch ein LKW. Den holen wir jetzt. Da ist ein Hai. Gut, dass ich das gesehen habe. Den nehmen wir als erstes, sonst haben wir den nämlich gleich am Hals. Los, traurig, trau dich. Wieso läufst du weg? Ich lauf gar nicht, ich schwimm. Der hat mich erwischt. Der wäre fast da gewesen. Komm her, du. Kann das sein, dass die vielleicht gefährlicher sind? Ja, der erwischt mich ja jedes Mal. Da kann ich schlecht ausweichen. Ich bin so langsam beim Ausweichen. Ah, jetzt haut er wieder ab. Der hat mich schon wieder erwischt. Alter, das ist ja kacke. Ah gut, die Hammerhaie waren offenbar nicht so gefährlich. Ja, der erwischt mich jedes Mal. Ich kann gar nicht ausweichen. Da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht eine effektivere Waffe kriege. So, den haben wir jetzt aber. Ja, der hat mir gut zugesetzt. Oh, ich wäre jetzt fast ersoffen. So, das haben wir erledigt. Wo war ich eigentlich? Wo wollte ich ran? Da waren wir bei der Brücke und dann wollte ich hier in dieses Gebäude mal gucken. Ach ja, den Laster wollten wir holen. Genau. Ja, dann haben wir außenrum vielleicht schon alles soweit abgeräumt und dann können wir nämlich anschließend ganz in Ruhe mit den Tauchflaschen das Gebäude durchsuchen. Die Haie tun uns auch nichts mehr. So, hier haben wir nochmal Gummi. So. Und da brauche ich wahrscheinlich nochmal sowas hier. Erstmal auftauchen. Aber das Dach, ich denke mal, das Gebäude, vielleicht haben wir das schon. Was sagt eigentlich die 38? Nee, hier muss noch allerhand sein. Na, okay. Wieso hat er das nicht gemacht? Oh Mann, ey. Jetzt ersaufe ich hier gleich. Ja, dann eben zwei. Auf. Da wollte ich noch. Da ist das Haltestellenhäuschen. Da ist aber nie was drin, oder? Gucken wir mal. Na, lass mich doch mal hier rein. Nö. Hier wollte ich rein, aber jetzt erst noch mal auftauchen. Ja, ohne Flaschen. Ah ja, da sehe ich schon, Schrott ist auf jeden Fall drin. Ohne die Flaschen ist das, dauert das alles, ne? Uhrzeit, Mittag? So, hier ist noch einer.
Aber sonst ist hier offenbar nichts. Oh, mach schnell. Sonst ist hier nichts. Aber da in dem Gebäude ist offenbar doch noch was drin. So. Ist eben die Frage, wie viel hatte ich da rausgeholt, wie viel ist nachgespawnt? Oder ist doch nichts nachgespawnt, ne? Gummi stackt. Schrott haben wir ein bisschen da, ja. Hm, die? Haben wir Komponenten da schon drin? Nee. Patronen, dieses Ding ist irgendwie nicht so viel. Da passt nicht mehr viel rein. Sollen wir noch mal einmal? Können wir noch mal runter, ne? Noch mal einmal die Umgebung so ein bisschen abgucken. Aber das kann man ja dann auch besser mit der Tauchflasche noch mal machen. Ja, hier wäre das eine ewige Sucherei jetzt. Und das ohne Tauchflaschen. Dann gehen wir lieber mal noch in die obere Etage so ein bisschen gucken. Würde ich sagen. So. Wenn wir hier durch die Fenster rein können, heißt das überhaupt, ne? Siehst du? Können wir gar nicht. Aber wir können da trotzdem dran. Hahaha. Knorke. Ah, da ist ja auch ein Eingang. Guck mal. Geht da ein Treppenhaus runter? Hier? Ja, wa? Oh, weia. Das muss man aber mit Tauchflaschen machen, sonst... Jetzt erinnere ich mich auch. Sonst gibt das ein Debakel hier. Also gut, fahren wir nach Hause. Rüsten uns aus und kommen wieder. Falsche. Ich habe jetzt das andere Rädchen angeguckt. Das kann man auch nicht abschalten. Würde ich sagen, okay, park hier. Aber mach mal den Beacon aus. So. Ist ja nicht weit. Ja, guck mal, haben wir schon mehr als die Hälfte an Sprit wieder verballert hier. Gehen wir also nochmal in die Schule. So. Okay. Dann nehmen wir das mal raus. Na, die nicht. Aber die. Guck mal, kriegen wir fast alles mit. Ist ja verrückt. Ja, manchmal kann man das schwer so sehen. Ach, wer hat denn hier die Tür aufgelassen? Ja, wer wohl? Wer macht denn sowas? Ah, hier sammelt sich wieder was. So, hier brauchen wir jetzt nichts mehr. Dann haben wir hier noch Wertgeschichten. Ich kann immer noch nicht zur... Doch, das machen wir. Wir werden mal gucken, ob die auch, ohne dass man neu einloggt, ihre Warenbestand wieder auffüllt. Ne? Die gehören hier nicht rein. Das und das gehört hier rein. Obwohl auch nicht so wirklich, aber das andere ist voll, ne? Ja, ja, alles voll. Das noch. Die. Dann haben wir was für hier. Gut. Es ist immer das Gleiche. Immer wieder einräumen. So. Dann hier. Aber es geht doch schon recht routiniert, oder? 60, 60 behalten wir. Ja, 60 haben wir da nicht. Hier noch was, das noch. Gut. Gummi. Gummi. Wo ist das Leder eigentlich bei? Hier. Guck mal, ist schon 16. Ja, Leder ist so... 15, dass die hier ist. Ja, das ist kein Lebensmittel. Ich denke immer, das gehört zum Essen, aber ist ja nichts zu futtern. So, das hier. Und dann war da nur noch Schrott unten drin, glaube ich, ne? Aber wir müssen natürlich den auch weitermachen hier. Nee, da. Zack. Zack. So.
erstmal das Schrott reinpacken. Ey, sind wir bald auch schon wieder voll hier. Das ist ja irre. Hier habe ich 5 weggetan, damit wir, wenn wir welche finden, die da draufstecken können. So, dann packen wir das. Oh, voll! Ist ja verrückt. Na, da trifft sie die Tür nicht. Ich glaube, ich kriege die Tür nicht zu. Gibt's ja auch so einen Spruch, ne? Ja, kriegst du die Tür nicht zu. So. Jetzt haben wir nur noch ein bisschen Schrott hier. Und dann wieder zur Schule. Da gehen wir nochmal gucken. Halt, stopp, 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 stopp. Ganz wichtig. Ist die voll? Nee, ist leer. Also machen wir die erst voll. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Aufnahmesession gehen wir dann mal hin auf die Insel und fangen einen Turmbau an. Besonders dann, wenn irgendjemand von euch schon geschrieben hat, ja, das wächst nach, Schrott. Weil sonst verbaut ist verbaut, dann war es das, ne? So, jetzt mal gucken, wo habe ich die denn? Hier. So, die brauche ich nämlich. Das nehmen wir mit, damit wir eventuell Kistenerhaltungsreintour können, machen können. Die Tür ist schon wieder offen. Ich habe es gemerkt. Ich gehe aber nicht zurück. Ich will da jetzt noch hin. Oh, Moment. Stopp. Kommando zurück. Es ist ja schon gleich wieder dunkel wert. Wenn wir da ankommen, wird es dunkel. Das wäre ganz doof gelaufen jetzt. Kann ich schlafen? Dann schlafe ich doch. So, und dann essen. So, trinken. Und dann oben noch mal ein bisschen reparieren. Ich sehe gerade, dass der Helm ein bisschen angerötet ist. So. Alles klar. Na, runter. Jetzt aber. Wir haben erst noch nicht mal 3 Uhr. Das ist ein bisschen früh. Nicht, dass wir unterwegs noch frieren. Die Jacke habe ich auch noch nicht gemacht, ne? Kann ich die denn eigentlich hier anstatt dessen anschließen? Oder hätte ich dann die Weste nicht. Und bei so kleinen Inventaren und so möchte ich nicht ewig auch noch Wechselkleidung mitnehmen, ne? Dann mache ich mir doch lieber irgendwo ein Feuer hin oder so. So, mal gucken. Vielleicht frieren wir ja gar nicht. Wenn wir nicht tauchen... Ah, losgerappelt. So. Schule müsste da ungefähr irgendwo sein. Ich guck mal. Da. Ja, 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 ja. Ja, ist gut. Oh, das dauert aber noch ein bisschen, bis das hell ist. Na? Hier ist er doch, oder? Irgendwas ist hier. Boah, ist das dunkel. Genau über der Schule, aber nicht über dem Gebäude, oder? Ich lass mal gucken. Dann können wir das jetzt doch. Ja, aber das ist einfach noch zu duster. Ich muss noch einen Augenblick warten. Gegessen habe ich. Die machen wir schon mal da rein. Munition werde ich ja wohl nicht brauchen. Wie viel haben wir? 8? Pass auf, dann könnten... Na, lass mich mal da ran. Wir könnten 10 Stück da reinpacken. Das würde uns dann wieder einen Platz geben hier, ne? Siehste? Siehste? Das sieht ja auch ganz gut aus, so, ne? Mit den Wolken. Aber wir haben hier wenigstens kein Wetter. Wir haben hier keinen Regen, Sturm, Nebel. Ich würde es begrüßen, wenn das Wettersystem hier Einzug findet. Aber hoffe dann, dass das nicht wie in vielen anderen Spielen, ganz besonders, das heißt nicht in vielen, aber bei 7 Days, also 3-mal am Tag Wetterwechsel, boah, das ist ein bisschen zu heftig. Na, wenn das Wetter wechselt, dann kann das auch mal für 3 Tage so bleiben. Wenn jetzt Regen kommt, das zieht allmählich immer weiter zu, immer mehr Wolken. Und dann ist das ein bisschen düsterer und dann fängt das an zu plattern. Das kann einen Tag regnen, das kann auch 3 Tage regnen. Aber nicht 5-mal am Tag was Neues! So, ich glaube, länger will ich nicht. Komm, wir warten noch bis 6 Uhr und dann gehen wir runter.
Ich bin ungeduldig. Wahrscheinlich gibt es da gar nicht viel, weil wir das Beste schon rausgeholt haben. Was sagt eigentlich die Anzeige? 26%, da muss noch einiges sein, ne? Alle Fragezeichen weg. Haha. Naja, 82 Tage jetzt schon. 250 Minuten spiele ich schon hier. Das sind über 4 Stunden, ja. Ja. So. 6 Uhr. Gehen wir. Das ist immer noch nicht so richtig, ne? Ah, guck mal, den nehmen wir schon mal gleich mit. Sag mal, vorhin war doch alles leer hier. Was? Kann ja wohl nicht sein. Was machst du denn schon wieder hier? Oder bist du ein anderer? Dreh dich um, du. Boah. Ich bin richtig böse jetzt. Der ist flott. Ey, den kann man gar nicht schaffen. So schnell kann ich doch gar nicht ausweichen. Mal gucken. Los, bleib hier. So, zur Seite. Nee, der kriegt mich jedes Mal, ne? Das ist ja ätzend. Ist das jetzt ein anderer gewesen? Weil wir hatten ja noch gerade erst... Waren hier wahrscheinlich zwei, ne? Naja, ist halt so. So, jetzt hier rein. Wir haben ja noch ein bisschen... War das nicht vorhin leer hier? Ist das so ein bisschen wie bei Seven... Subsistence, dass man durch Anwesenheit Loot zum Spawnen anregen kann? Aber hier ist alles empty. Guck mal. Gar nichts mehr. Da ist noch was. Schwupp. Hier ist noch ein Stühleken und ein Tischelken. Stühleken und Tischelken. Ah, und ein Tresor. Da müssen wir jetzt reingucken. Notfalls die Flasche wechseln. Okay. Die Zeit muss ich mir jetzt nehmen. Einer rein. Zack, zack, zack. Aber kein Bauplan. Und kein Kohl. Kein Kohl. No Kohl anymore. War hier gerade nicht leer? Oder habe ich das übersehen? Oh, da ist ja noch ein... Moment. Wir müssen... Drage wechseln. So. Wie viel Platz noch? Mischen? Hier waren wir schon gucken. Hier, hier, da geht's raus. Ne, hier ist die Treppe. Mein Gott, ist das verschachtelt hier. Gut, ich meine, wenn wir den Turm aus Holz bauen würden, dann steht schon fest, dass das nachwächst. Ja, wieso denn eigentlich nicht? Dann bauen wir eben dann weiter, wenn die Bäume nachgewachsen sind. So, ne? Kann ich hier raus? Nee, das ist echt tückisch, ne? Aber komm, jetzt haben wir ja die Pullen dabei. Wo ist das Treppenhaus? Gehen wir hier runter. So, bisschen Platz ist noch. Das ist leer. Aber nicht viel gelootet. Bauplan. Ach, da können Baupläne auch drin sein. Dann machen wir das aber auch mal hier, oder? Guck mal. So. Ja, jetzt geht die nächste Pulle auch schon bald leer. Jetzt habe ich doch wieder die ganze Zeit so geklickt, ne? Dabei brauche ich das ja gar nicht mehr. Wie schnell man sich sowas angewöhnt. So, hier. Kühlschrank. Alles mitnehmen. Ich würde sagen, wenn wir das schaffen, gehen wir jetzt raus. Weil ich muss eh auf. Hier, ne, oder? Hahaha. Das ist tückisch. Hier ist das Loch. Ah, beim Treppenhaus, okay. Ah, hopp. So.
Nein, da. Schon wieder so eine Buchse. Aber das könnte man ja vielleicht futtern. Ja, damit war es das dann. Jo. Was haben wir noch an Flaschen? 2. Ah ja. Legen wir hier unten hin. Die leere nach da oben. So. Weiter. Kein Hai zu sehen. Möchte keine bösen Überraschungen hier haben diesbezüglich. Wie vorhin. Das hat mich echt überrascht. Da war ich wirklich so, huh. Zack. War der Hai da. So. Oh, komm. Ich will das hier aufräumen. Hier ist aber auch wirklich viel, ne? Noch ein Bauplan. Dann machen wir das hier auch. Das gucken wir später nach. Weil die Zeit verrinnt hier. Da ist noch was. So. Haben wir dieses Geklopfe. Hier noch. Da noch. Das ist leer. Auch komisch. Vielleicht ist der nachgespawnt, aber gerade erst hat nur noch keinen Inhalt reingespawnt. Vielleicht kommt dazu ab. Peu à peu würde bedeuten, je länger man sowas liegen lässt, desto mehr und vielleicht auch hochwertigeres Loot kommt da rein. Hä? Könnte ja sein. Komm, machen wir die 4 rein. Wir haben nicht so viel Zeit. Holz ist ja jetzt nicht so eine Ressource, die wer weiß wie rar ist. Hier sind wir jetzt fertig, ne? Ich guck mal gerade, das hatten wir schon, ne? Ja. Dann würde ich sagen, erstmal raus, da hinten ist noch einer. Oh, jetzt aber flott. Dann haben wir noch eine Flasche. Ich glaube, hier kriegen wir nichts mehr. Aber manchmal treffe ich das nicht so richtig. Kriegen wir nichts mehr unter, ne? Cola-Dosen keine, Haifischhaut keine, Lappen geht. Ach, guck mal, ein Teddy. Schicke Hose, die finde ich eigentlich ganz schick, wie so Patchwork, die gefällt mir. Aber kann ich ja nicht anziehen. Ne, würde das ersetzen. Und das ist ja 5 an Rüstung. Das ist ein bisschen blöd. Schrott. Gummi? Auch nicht. Da können wir nichts mehr machen. Den können wir noch eben lernen hier. So. Aber dann können wir nichts mehr machen. Da lohnt sich kaum, da runter zu tauchen. Aber jetzt haben wir noch eine Flasche, dann gehen wir noch mal einmal runter. Was sagt eigentlich die Anzeige? 52. So viel soll da noch sein. Oder ich könnte außen rum noch mal gucken. Da ist, ey, da sind Leute. Was ist denn das? Oh, Basis der Eisenschädel. Da ist noch ein Auto, guck mal. Da sind noch mehr Autos. Wo kommen denn die Autos auf einmal alle her? Die habe ich vorhin noch nicht gesehen. Oder war ich einfach autoblind? Guck mal. Oder sind wir irgendwie auf der anderen Seite, wo ich gerade gar nicht gewesen bin? Weiß der Teufel. Also hier in der Schule müssen wir nochmal hin. Hier ist ja noch einiges. Wer weiß, in der unteren Etage waren wir ja noch gar nicht, ne? Unendliche Schule. Ah, nur mach doch mal. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, demnächst mal ein, zwei Folgen Turmbau zu Babel am Strand der neutralen Insel. Wie heißt die eigentlich nochmal? Irgendwie Kalk, Weißkalkfelseninsel oder Weiß... Okay, wir sind definitiv voll. Gut. Fahren wir erstmal nach Hause. Und dann fangen wir an und wenn wir merken, oh, wir haben einen Großteil vom Holz weggeballert, dann warten wir einfach, bis wieder Holz nachgewachsen ist. Und wenn ihr dann schreibt, ah, Schrott geht auch, dann könnte man das ja auch mit Schrott machen. So. Wo ist, müssen wir eigentlich hin? Ja, natürlich genau umdrehen. So. Also Schule sind wir noch nicht mit fertig. Wir sind noch nicht fertig mit der Schule. So. Auspacken. Wie immer ist ja immer der gleiche Krempel, ne? Ach ja. Ach guck, das ist wieder Erdbeeren hier. Ich bin ja eh rappelvoll. Ich bin rappelvoll, ey. Schon wieder total abgefüllt. Das, das. Haben wir noch irgendwas Medizinisches hier? Nein, aber wir haben schon wieder... Oh, jetzt ist das auch langsam... So viel Zeug und Gedönsel. Guck dir das an. Das passt schon nicht mehr. Alles voll? Das gibt's doch gar nicht. Krieg ich nie unter. Ich sehe schon kommen, ich muss da mal wieder zur Händlerin fahren. Aber bis jetzt... Ach, das wollte ich noch gucken. Sollen wir das noch eben machen? Gucken, ob die aufgefüllt hat, weil ich habe seitdem nicht ausgeloggt, ne? 264 Minuten bin ich schon dabei, ohne auszuloggen. Ja, pass auf, dann machen wir das so. Ich, pack jetzt erstmal hier das Zeug aus. Da sind nur Gummi drin. Was haben wir denn hier? Zahnräder haben wir nicht. Blaue haben wir nicht. Klebeband. Hier ist überhaupt nichts. Was ist hier? Das. Komponenten. Da. Sprit. Lappen. So, das Gummi. Mampf ist da oben noch. Kohle. Ist schon wieder fertig. Ja, das ist ja verrückt. So. Das ist da unten, ne? Da. 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 Der war voll. Dann machen wir das hier oben rein. So. Den müsste ich unterbringen können, hier den einen. Genau. Ja, was machen wir denn damit? Das ist ja auch doof. Muss ich mitnehmen, erstmal. Den essen wir, so. Ach, dieses Geschmatze, wenn man die Dosen isst, ne? Boah. Ist schon heftig. Kann einen schon ein bisschen auf den Zeiger gehen. So, den nehmen wir einfach mit rüber. Dann machen wir das noch schnell. Ich meine, die Zeit ist eigentlich fast rum, aber wir fahren jetzt noch mal rüber. Und zwar nehmen wir in erster Linie mit Kleidung, die ich verticken will. Die behalten wir mal noch. Die finde ich ganz schick. Vielleicht können wir da noch eine Lösung für finden. Hat auch jemand geschrieben, warum ziehst du dich nicht um, wenn du zu Hause bist? Ja, man sieht doch keiner. Das sieht man ja nur hier in dem Bildchen eigentlich. Ne? Und immer dieses Hin und Her anziehen ist auch langweilig. Also... Hier, das geht mit. Das, das. Das, das, das. So, und dann hier die Wertgegenstände noch. So ein bisschen. Da habe ich auch schon mehrere von. Weil einen wollte ich davon behalten. Den gibt es ja mal in Rot und einmal so in Grau, obwohl hier Rot dran steht. Finde ich ganz okay.
verticken. Wir können mal gucken, ob wir die gut verkaufen können, weil so viel brauche ich gar nicht. Das finde ich immer wieder mal. Nehmen wir die auch noch mit, die Feuerzeuge noch. Was haben wir noch hier? Also Deko-Zeug möchte ich erstmal möglichst aufsparen. Vielleicht kann man da mal richtig was mit anfangen. Hier, das Ding benutze ich eh nicht. Was hat der eigentlich für? Der macht 40, der macht 35, also wird der weggeballert. Da weiß ich noch nicht. Dann nehmen wir den noch mit. So, sind wir voll. Und das Auto ist wahrscheinlich auch voll noch, ne? Da kann ich jetzt aber nichts dran machen. Wir wollten noch eben zur Händlerin rüber. Ich denke mal nicht... Oh, nee, ne? Muss ich schieben. Kann ich das schieben? Platz nehmen? Boot anschubsen. Ja, falsche Richtung. So. Mal gucken. Wenn die jetzt schon wieder blaue hat, also diese chemische Substanz, dann weiß ich also, dass die auch nachfüllt, wenn man nicht ausläuft. Und das ist jetzt das, was ich noch ausfüllen will. So. Hopp. Hier, ne? Das ist da. Alter. Haben wir irgendwas Dekomäßiges hier? Nee. Hier, das ist so ein Zeug. Aber Kleidung. Mal da 7. Auch die Ringe. Deswegen habe ich das jetzt auch eingepackt. Wo ist eigentlich die Kohle? Ich habe doch auch von den Silberlingen welche. Also Kohle in Form von Geld, meinte ich jetzt. Wo waren die? Hier nicht? Das ist alles nur Deko. Hier auch. Hier sind Wertgegenstände. Da können wir das mit beipacken erstmal. So. Das ist Deko. So, und die versuche ich jetzt dann, falls sie was hat, einzutauschen. Das lasse ich das einfach hier und fahre mit leerer Tasche zurück. Du bist leise geworden. Tatsächlich! Guck mal! Not enough. Schwupp. Ja, und so hole ich die dann immer alle für das Zeug, ne? Zack, die muss ich auf jeden Fall alle wegholen, weil das ist letztendlich Sprit oder auch Gewehrmunition bedeutet dann. Ach, guck mal. Die Frage ist beantwortet. Schrott spawnt nach. Wir können unseren Turm in Metall bauen. Yippie-yay! So, pass auf, haben wir da jetzt Platz drin? Den haben wir vollgelassen, glaube ich, ne? Ah, Kaka! Aber guck mal, das hier und das kann hier bleiben. Und das, die behalte ich, falls da wirklich mal Musik drauf ist. Ich glaube nicht, aber könnte ja, ne? So, dann machen wir den hier rein. Schwupp. So, der ist voll mit Deku. Der ist auch jetzt fast... Nee, aber da ist ein bisschen Deku. Dann haben wir hier... Das verticke ich jetzt. Hier das Zeug. So. Hier, das kann man auch mal ganz gut nehmen, um aufzufüllen. Hier nochmal ran. Dann lassen wir die nämlich hier. Die wollte ich ja auch verkaufen. So. Und dann mache ich die Taschen noch voll mit sowas hier. Weil das ist... Ja, können wir mal gucken, was wir damit anstellen können. Weil die sind sehr wertvoll. Not much left to survive on around here. Wenn ich jetzt mal 2 nehme und dann einen davon. Great stuff. Guck mal, das können wir nicht machen. Das ist so teuer. Das sind 6 Stück, 900. Dann haben 150 einer, ne? 150. Ja, mit einem mehr als 3, dann können wir das jetzt nicht nehmen dafür. Wie sieht's denn hier aus? Ah. Not enough. Reicht nicht. 30 reicht nicht dafür. Hose dabei. T-Shirt. Ah, komm bei der Sache näher, die Schuhe. Und dann füllen wir mit Kohle so lange auf, bis du einverstanden bist. Siehste?
So, was haben wir jetzt? Die Buchse hier. So ein Heftchen. Und dann fülle ich das mit Kohle auf, bis du sagst, okay, gut. So, noch einer. Was hat der denn für einen Wert? 20? Oh, das ist dann... Ja, komm, mach. Schwupp, da haben wir sie alle, ne? Aber sonst, das müsste man auch noch mal irgendwann ausprobieren, ne? Gut, die haben wir schon mal. Haha. Wenn ich das, je eher ich das weghole, desto eher kann das nachspawnen, oder? Dann würde ich sagen, ich bin jetzt aber auch, ich habe jetzt auch wirklich erstmal die Faxen dicke, mir tut der Popo weh und habe auch Kohldampf. Das sind jetzt 5 Folgen gewesen heute am Sonntag, den 1.10. Und wenn ich das nächste Mal reingehe, dann gucken wir mal, dass wir da diese Insel aufsuchen und da am Strand oder auf dem Felsen anfangen, einen schönen Turm zu bauen. Der soll so hoch gehen, bis an die Wolken. Mal gucken, wie hoch man bauen kann. So was probiere ich immer gerne aus, ne? Auch mal so von der Kartengrenze, über die Kartengrenze wegfahren. So, das sind so Sachen, spiele ich ganz gerne mit rum. Pass auf, dann machen wir aber das noch hier rein. Das kann ja hier bleiben. Warte mal, was haben wir hier drin, ne? So. Hier können wir die mit reintun und dann den Ring wieder zurücklegen. 6 Ringe. 900 Wert, das ist ordentlich. Der Weg ist beinahe runtergefallen. Ich fahre wieder zurück und ja, lock dann aus, endlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wie gesagt, wenn ich es nicht vergessen habe, vorhab ich dann mit einem Turmbau anzufangen. Natürlich könnte man den ja auch hier auf der Insel machen, ne? So direkt nebenan. Weiß ich noch nicht so genau. Ich denke da noch ein bisschen drüber nach. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann, bye bye und tschüssi.